burgenländische Landesregierung hatte mit 13.04.2016 die Zulassung des Anbaus von neuen Urhudler-Rebsorten offiziell beschlossen. Gleichzeitig wurde das Wiederbepflanzungsverbot aufgehoben, was dazu geführt hat, dass neue Reben nachgesetzt werden konnten. Gut ein Jahr später kann Landesrätin Verena Dunst auf ein erfolgreiches Urhudlerjahr zurückblicken. Der Urhudler ist gelebte Tradition und gelebte Regionalität. Das vergangene Jahr brachte 16 Hektar zusätzliche Anbaufläche, was nicht nur die Wirtschaft, sondern auch den Tourismus vorantreibt, gab Landesrätin Dunst bekannt. In Summe werden im Südburgenland bis zu 70 Hektar Urhudler-Rebfläche bewirtschaftet. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind. Ich darf Sie im Namen von Magister Dax, der mich beim nächsten Schritt für die Urhudler-Befreiung weiter begleiten wird, vorstellen. Genauso darf ich die Dame neben mir, nämlich die Sprecherin der Genussregionen Burgenlandes aus dem Mittelburgenland, vorstellen. Ich darf den Herrn Südburgenland-Manager begrüßen, den Sie ja auch kennen, den Herrn Werner Unger. Die Frau Wollner wird uns dann, wie gesagt, auch den nächsten Schritt erklären, nämlich Sie sehen dort die Tafel schon, Gutes aus meiner Region, auch eines der zwei Schritte, wie wir jetzt mit dem Urhudler weiterarbeiten werden. Ja, es ist ein gutes Jahr her, als ich genau und deswegen hier vor dem Landtagssitzungssaal die Urhudler-Befreiung bekannt geben durfte. Damals natürlich ein Befreiungsschlag für eine ganze Region. Die Region, das kann ich Ihnen versprechen, hat das genutzt. Damals habe ich vorgefunden Rodungsbescheide, Angst einer ganzen Region, vieler Winzer und Winzerinnen. Ich habe vorgefunden ein Auspflanzverbot. Heute stehen wir ein Jahr später vor Ihnen mit dem nächsten Schritt und mit einer kurzen Übersicht, was sich denn inzwischen alles getan hat. Vielleicht noch einige Infos zum Weinbau im Bezirk Güssing und Jennersdorf. Von diesen zwei Bezirken reden wir natürlich in erster Linie. Zwei kleine Bezirke, wo Lebensqualität ganz groß ist. Güssing, 485 Quadratkilometer groß, 26.000 Einwohner, Rebfläche von 160 Hektar. Darf Ihnen das Ganze und Große des Burgenlandes erklären, nämlich über 12.000 Hektar. Nur, dass Sie eine Relation haben, wir reden hier vom Bezirk Güssing von 160 Hektar, davon ca. 60 Hektar Urhudler. Jennersdorf, 253 Quadratkilometer groß, 17.200 Einwohner, Rebfläche 56 Hektar. Diese 70 beziehen sich auf alle zwei Bezirke. Zum Urhudler selber, erst jetzt wirklich legal, seit einem guten Jahr, und erst mit der Aufnahme der wichtigsten Sorten in das burgenländische Weingesetz vor gut einem Jahr konnte der Urhudler Wein werden und der Urhudler sich befreien aus jahrzehntelanger Knechtschaft von anderen, aus Graubereichen, aus ungesetzlichen Auspflanzungen, die dann doch gesetzlich wurden. Und wie ich vorher schon gesagt habe, ein Befreiungsschlag für die zwei südlichen Bezirke, die das auch sehr, sehr wichtig nehmen und auch brauchen für die gute Entwicklung. Ja, seit meinem Amtsantritt gibt es jetzt das Auspflanzrecht, die Rodungsbescheide wurden ausgesetzt und es gibt jetzt Rechtssicherheit für die Auspflanzungen. Sie können sich vorstellen, dass uns allen der Urhudler im Südburgenland sehr wichtig ist. Jetzt darf Urhudler endlich Wein sein und ich komme selber, wie Sie ja wissen, genau aus der Region, habe auch einige Urhudlerreben und ich kann Ihnen sagen, wie beim Wein burgenlandweit, bei den Edelsorten, auch beim Urhudler ein gutes Jahr für den Wein. Es gibt ausdrücklich viel gut und vor allem qualitativ höchststehenden Wein, inklusive Urhudler, auf den wir uns aus dem Jahr 2017 freuen können. 2016 war ja noch dazu ein schwieriges Weinjahr durch Frost, durch Sturmschäden, durch Hagel und so weiter, wurde ja der Wein inklusive Urhudler beschädigt. Muss aber sagen, dass der Urhudler, wie er ist, die Urhudler Trauben auch
eher unbeschadet voriges Jahr, das schwierige Jahr überstanden haben, aber natürlich auch beschädigt waren. Was steht für den Uhudler? Der Uhudler ist gelebte Tradition, ist gelebte Regionalität über Jahrzehnte mit einer sehr spannenden Geschichte, und der Uhudler ist ein Teil der südburgenländischen Kultur und der Lebensart und der Lebensqualität. Es ist ein Kulturgut in den Bezirken Güssing und Jennersdorf, eine Besonderheit mit einer besonderen Geschichte. Und wenn ich jetzt zurückschaue auf dieses eine Jahr der Uhudler-Befreiung, dann darf ich Ihnen berichten, die Region lebt unglaublich gut mit dem Uhudler. Seit diesem einem Jahr haben sich viele Menschen, auch junge Menschen, wieder gefestigt, glauben in ihre Region, glauben an ihre Region, glauben an die Uhudler-Entwicklung, haben neu ausgepflanzt, 16 Hektar, wurden sofort nach der Gesetzwerdung des Uhudlers in Wein beantragt und zum Großteil auch schon ausgepflanzt. Die Besonderheiten des Uhudlers bis hin zu vielen Spezialitäten, von der Uhudler Palatschinke bis zur Uhudler Marmelade, bis zur Uhudler Schokolade, bis zum Uhudler Tee, der gerade entwickelt wird, gibt es natürlich viele innovative Projekte und Ideen, die inzwischen entstanden sind, weil man jetzt eine Sicherheit hat, eine Sicherheit in die Zukunft. Die Sicherheit in die Zukunft bedeutet für die zwei Bezirke vor allem auch Arbeitsplätze, Glauben an die Region, und sehr viele Winzer und Winzerinnen, vor allem junge Menschen, haben inzwischen begonnen, ihre Kellerstöckel zu renovieren und haben neu gebaut, haben alte Kellerstöckel renoviert und so weiter. Also da ist wirklich ein Schwung in die Region gekommen, eine zusätzliche Lebensader, die hier auch Arbeitsplätze inzwischen schon geschaffen hat und vor allem sehr optimistisch in die Zukunft blicken lässt. Natürlich geht es, und das ist der zweite Schritt heute, und eben vor einem Jahr vor dem Landtagssitzungssaal bekannt gegeben, heute der zweite Schritt. Wir spüren natürlich, dass der Tourist, die Touristin noch viel mehr in die Region kommt als vorher. Egal welches Uhudler-Event hier auch einlädt, es sind unglaublich viel mehr Menschen in der Region, und sehr viele Menschen kommen ja in Regionen, weil damit sie auch eine Geschichte haben, sie erleben können, Gefühle mitnehmen können, und der Uhudler hat einen unglaublichen Aufschwung genommen. Und ich sage jetzt vorweg, wenn mich heute viele fragen, ja, gibt es denn noch einen Uhudler, ich muss immer beantworten, fast nicht mehr, weil er eigentlich total ausgeht. Ein positives Zeichen, das auch in die Zukunft führt, dass wir noch mehr Uhudler brauchen. Vielleicht gleich dazu, die Potenziale können wir noch nützen, ausweiten. Der Uhudler wird sicherlich, die Uhudler-Rebflächen, 10 Hektar sind noch frei, wird sicher bis zum Februar, gibt es hier eine gesetzliche Frist, kann man fürs nächste Jahr wieder Auspflanzrechte sich holen. Aber es ist auch natürlich noch mehr als 10 Hektar frei. Man muss dann nur um die Erweiterung der Rebflächen ansuchen. Das Ganze geht über die Verwaltungsbehörde Bezirkshauptmannschaft. Die große Euphorie durch die Uhudler-Befreiung, durch die Uhudler-Rettung, hat also die Besucherzahlen bei jedem Event hochfahren lassen. Und wir freuen uns beispielsweise, und ich darf offiziell einladen, zum Uhudler-Sturmfest morgen in Heiligenbrunn. Heiligenbrunn und Eltendorf sind die zwei großen Zentren, die für den Uhudler stehen, aber es gibt viel, viel mehr Uhudler-Gemeinden und viel, viel mehr Gemeinden, wo auch Uhudler ausgepflanzt wird. Die Marke Uhudler zieht komplett, und ich möchte daher die nächsten Schritte hier setzen. Zum einen, wir erwarten heuer in etwa 450.000 Flaschen Uhudler. Besonders beim Frizzante ist die Nachfrage sehr, sehr hoch. Und daher gilt es jetzt auch, die nächsten Schritte zu setzen. Nach der gesetzlichen Lösung für den Uhudler, die Uhudler-Rettung, den Uhudler in das Weingesetz zu übernehmen, gilt es jetzt natürlich, die nächsten Schritte in Richtung weiterer Ausbau
aber auch weitere Absicherung zu gehen. Die erste Absicherung ist natürlich gerichtet in die Zukunft des Udlers, um noch mehr Werbung zu machen, indem ich seit langem Gespräche führe mit den Genussregionen Österreichs. Wir haben zurzeit im Burgenland 13 Genussregionen, vom Norden in den Süden. Die Frau Geschäftsführerin Hütterer, die Genuss Burgenland führt seit April dieses Jahres, hat von mir den Auftrag, dass sie die Genussregionen begleitet. Sie versucht auch abzusichern. Und daher ist es mir heute eine ganz große Freude, den ersten Schritt zu setzen und Gutes aus meiner Region, Uhudler Land, bekannt zu geben, dass es hier bereits einen Partnerschaftsvertrag gibt und dann in nächster Folge das Uhudler Land auch nach den nächsten Schritten, die natürlich noch zu tun sind, in eine Genussregion überleiten können. Was bedeutet das für das Uhudler Land? Hier gibt es einen Verein Uhudler Land, der eben der Partner ist für die Genussregionen Österreichs. Was bedeutet das? Was ist eine Partnerregion? Was wird das für das Uhudler Land bringen? Und wie sind die nächsten Schritte zu setzen? Dazu möchte ich das Wort an Sie übergeben, mit der Bitte auch die Tafel dann mitzunehmen. Dankeschön für das Wort. Mich als Vertretung der Genussregionen Österreich freut es ganz besonders, dass wir diese Spezialität des Südburgenlandes als Uhudler Land in die große Markenfamilie der Genussregionen Österreich aufnehmen können. Genussregion Österreich ist die größte kulinarische Initiative, die beim Konsumenten für Spezialitäten aus der Region steht. Die Kriterien sind hundertprozentiger Rohstoff aus der genannten Region, Zusammenschluss, Kulinarik, Gastronomie, Tourismus, Ausweitung der Vermarktung durch mit unserer Unterstützung, Anbietung unserer Werbemittel, um den Uhudler in Österreich noch besser zu positionieren und im Schutze unserer Marke abzusichern. Die Kriterien, kurz genannt, wie die Frau Landesrat schon gesagt hat, sind größtenteils schon erfüllt. Vereinsstatuten, Regionalität, die geografische Festlegung des Gebietes und perfekte Zusammenarbeit mit Gastronomie und den Direktvermarktern, um den Uhudler den Platz zu sichern. Mehr kann ich momentan dazu nicht sagen und ich hoffe, die Zusammenarbeit werden wir super in Kürze mit dem Startschuss umsetzen. Vielen Dankeschön. Dank, danke Ihnen. Vielen Dank, ich darf die Tafel schon mal in Anspruch nehmen und nehme Sie gern heute in Südburgenland mit. Der zweite Schritt, der in die Richtung Zukunftsabsicherung geht, ist ein rechtlicher Schritt. Es gibt drei Möglichkeiten, ihn noch besser für die Region abzusichern. Das ist in den letzten Jahrzehnten nicht passiert. Das ist passiert durch den ersten Schritt, ihn ins Wein gesetzt, um Wein hineinzunehmen, als Wein zu deklarieren. Aber ich möchte einen Schritt weitergehen und bin in ständigen Gesprächen mit dem Herrn Magister Dax, der mich auch bei der Udlerbefreiung gesetzlich schon begleitet hat. Und ich darf ihn bitten, die Überlegungen bzw. die nächsten Schritte gesetzlich Ihnen zu erklären. Dankeschön, Frau Landesrätin. Guten Tag auch an Sie alle und vielleicht ganz kurz, worum geht es bei dem, was wir uns vorgenommen haben oder was wir tun sollen. Wir möchten, oder unser Ziel ist es, das Südburgenland, die Region, wo der Uhudler gebaut wird, angebaut wird, die Bezirke Güssing und Jennersdorf oder dieses derzeit genannte Uhudlerland, in eine, sagen wir mal so, auch rechtliche Form zu binden, dass man sicherstellen kann und gewährleisten kann, dass nur ein Direktträgerprodukt aus dieser Region als Uhudler bezeichnet werden kann. Ähnlich wie wir jetzt wie das von Prosecco kennen in Val d'Obbiadene, wie wir das aus vielen anderen, sage ich nur den Champagner oder sonst wo, soll es so sein, dass wir auf europäischer Ebene sicherstellen wollen, dass man das Produkt Uhudler nur im Südburgenland unter dem Namen Uhudler beziehen kann. Das ist ein Teil einer Strategie, die
glaube ich, sehr gescheit ist, weil es wieder ein Alleinstellungsmerkmal jetzt nicht nur, wie es derzeit ist, emotional ist, sondern auch auf rechtlichen Beinen basiert und wo man dann, sollte irgendeine andere Region sich mit dem Gedanken spielen, ihren Wein auch Udler zu nennen, wo man das verhindern könnte mit rechtlichen Maßnahmen. Soweit, es gibt dort drei Möglichkeiten, mit denen uns wir derzeit beschäftigen, wobei dazu möchtest du im Detail noch gar nicht eingehen, weil ich glaube nicht, dass das jetzt so groß von Interesse ist. Wichtig ist nur, unser Ziel und unsere Aufgabe wird es sein, in den nächsten, sage ich mal, 6 bis maximal 12 Monaten zu gewährleisten und sicherzustellen, dass man auch rechtlich die Gewissheit hat und der Udler einen Schutz in Europa erfährt. Nur soweit auch noch die Marke Uhudler selbst als Wortbildmarke ist bereits geschützt und das andere werden wir in den nächsten Tagen mit den Veranlassungen beginnen. Dankeschön. Ich darf Ihnen nur zu Ihrer Erinnerung die Uhudler Marke vorstellen, die ist bereits geschützt, so wie sie hier ausschaut und alle, die dieses Logo tragen, wissen, dass der Uhudler als Marke geschützt ist, aber ihn gesetzlich nur in diesen zwei Bezirken so als Udler auch zu verkaufen, als Alleinstellungsmerkmal. Das ist der nächste Schritt. Im nächsten Jahr werden wir Ihnen davon berichten. Ich darf vielleicht noch erklären, dass er nie geschützt war für diese Region. Da gab es immer Unkenrufe, ob das so ist oder nicht. Das war nie der Fall. Er war nie geschützt für die Region. Geschützt war eben nur die Marke Uhudler auf der Flasche. Und das möchte ich jetzt absichern und freue mich auf die nächsten Schritte unserer Zusammenarbeit. Es ist Kanzlei Magister Dax und Partner ja schon sehr viel Know-how vorhanden, weil er das jetzt schon fast 2 Jahre begleitet. Ich freue mich auf die nächste Pressekonferenz hier. Herr Südburgenland Manager, Sie sind beauftragt worden, besonders das Südburgenland zu lobbyieren, zu vernetzen, nach Eisenstadt und in die Welt zu tragen. Was bedeutet der Uhudler und wie geht es der Region? Ja, sehr geehrte Frau Landesrätin, meine Damen und Herren, wie geht es der Region oder wo sehe ich meine Aufgabe darin? Wie schon vorher erwähnt wurde, ich sehe in dem Uhudler eine Marke, die sehr unique ist und die genau für das Südburgenland und genau das auszeichnet. Und ich sehe es hier von der wirtschaftlichen Seite her, um Arbeitsplätze zu schaffen, um die Region weiter vorzubringen. Wir haben im Burgenland, im gesamten Burgenland, sehr, sehr viel gute Arbeit schon geleistet, was den Wein betrifft, was viele Dinge betreffen. Das Südburgenland sollte da auch nicht hinten nachstehen mit dem Uhudler. Und ich sehe in erster Linie die Voraussetzungen geschaffen. Wir haben, Sie haben das ja erwähnt, mit dem Uhudler Frizzante, der ja auch ein tolles Produkt ist und Gott sei Dank oder leider Gottes jetzt schon überall fast ausverkauft ist. Das heißt, wir haben hier eine Möglichkeit, und so sehe ich das auch, dass wir hier in sehr großen Mengen und in Breiten gehen, wo wir sagen, da müssen wir mehr tun in diese Richtung, weil man hat ganz selten, und ich komme ja auch von einem Markenartikler, ganz selten den Fall, dass wir eine Marke schon vorverkauft haben. Und da sollten wir auch den Schwerpunkt setzen, und da hat das Land Bereitschaft auch erklärt, zu unterstützen, und da sehe ich für die nächsten Jahre ein riesen Zukunftspotenzial, und der Herr Magister Dax hat das schon erwähnt, wenn Sie, ich sehe das so ähnlich wie dieses Prosecco-Gebiet in Valdo Biadene, das ist in der Größenordnung so groß wie das Südburgenland, und so würde ich das auch sehen, und wenn wir es nur schaffen, 5 oder 10% von diesen Flaschen, die derzeit verkaufen, zusätzlich zu verkaufen, dann haben wir einen tollen Zweig. Und was noch dazu kommt, es geht ja nicht nur um die Produktion des Weines allein, sondern es geht ja auch um den Tourismus. Und da kommen Leute in die Gegend, damit bringen wir die Leute hierher, die sehen, wie toll das Land ist, was es zusätzlich alles bietet und wird sicherlich auch Möglichkeiten für Leute, die sich ansiedeln wollen in der wunderschönen Gegend. Und so sehe ich auch meine Aufgabe da. Ja, vielen herzlichen Dank Ihnen seitens der Genussregion Österreich, Herr Magister Dax für die rechtliche Begleitung, dem Südburgenland-Manager für seine täglichen Arbeiten für das Südburgenland und darf zusammenfassen, 1 Jahr nach der Uhudler Befreiung hat die Uhudler Rettung voll eingesetzt, 16 Hektar mehr wurden bereits ausgepflanzt,
Zum zweiten mehr Touristen denn je kommen ins Südburgenland. Zum nächsten Arbeitsplätze sind schon entstanden und werden entstehen. Die Vernetzung mit dem Tourismus ist noch weiter auszubauen und nicht nur die Abwanderung kann man damit stoppen, sondern vor allem Zuwanderung forcieren. Der Uhudler ist Kult, ist ein Kultgetränk, steht für Regionalität und steht für Südburgenland und wir sind alle sehr stolz, dass wir aus dieser Uhudler-Region kommen und ich besonders, dass ich in der Uhudler-Region leben darf.